Hier wäre Platz für ein neues Kabinett. Solange sich keine Koalition gefunden hat, arbeitet die alte Regierung weiter. Foto: Rainer Jensen, Deutsche Presseagentur. Die Bundesregierung ist nur noch geschäftsführend im Amt, dem Bundestag fehlt eine klare Mehrheit. Das sind die Folgen für die Innen- und Außenpolitik. Auch Sigmar Gabriel geht in die Verlängerung. Am Dienstag steht der Bundesaußenminister im Bundestag am Rednerpult und warnt davor, den Eindruck zuzulassen, dass Deutschland nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen handlungsunfähig sei. Denn das, warnt Gabriel, würde nur den Gegnern einer freiheitlichen Weltordnung in die Hände spielen. Der Sozialdemokrat ist genau wie seine Kanzlerin Angela Merkel geschäftsführend im Amt und wird es wohl noch einige Zeit bleiben. Formal hat solch eine vom Bundespräsidenten amtsverpflichtete Regierung fast alle Rechte und alle Pflichten einer regulär gewählten. Doch gilt eine gewisse Zurückhaltung als politisch geboten. In der Innenpolitik ist dieser Anstand meist leicht einzuhalten, weil sich das meiste ohne schwerwiegende Folgen vertagen lässt. Doch in der Außen- und erst recht der gemeinsamen europäischen Politik kann es rasch schwierig werden, auf die Deutschen zu warten. Auch plötzlich aufbrechende Krisen könnten Merkel und ihr Kabinett zu raschen Reaktionen zwingen, idealerweise in möglichst breiter, überparteilicher Abstimmung, aber notfalls sogar im Alleingang. Im Prinzip alles die große Ausnahme ist das Recht der Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen. Merkel ist nicht gewählt, sondern führt nur im Auftrag des Staatsoberhaupts die Geschäfte. Darum kann sie den neu gewählten Bundestag nicht bitten, ihr ein Vertrauen zu bestätigen, das der ihr nie gewährt hat. Für die Minister gilt die Sperre sinngemäß, Merkel darf sie nur aus besonderen Gründen von ihrer Pflicht entbinden, so wie Wolfgang Schäuble als neuem Bundestagspräsident. Das verwaiste Amt muss ein Kollege, hier Kanzleramtschef Peter Altmaier, mit übernehmen. Neue Gesichter im Kabinett sind nicht erlaubt. Ansonsten führt diese Regierung die Geschäfte einfach weiter, kann theoretisch Gesetzentwürfe einbringen, Verordnungen erlassen und selbst einen Haushalt in den Bundestag einbringen. Wo die Grenze der Rücksichtnahme verläuft, muss sie selbst entscheiden. Als Faustregel gilt, dass ein Übergangskabinett nichts tut, was eine nächste reguläre Regierung nicht zurücknehmen könnte. Theoretisch gibt es auch kein Enddatum für die Geschäftsführung. In der Verfassungsdiskussion herrscht aber große Einigkeit, dass der Bundespräsident in einer angemessenen Frist nach der Bundestagswahl das Verfahren zur Kanzlerwahl in Gang setzen muss, das mit einem Mehrheits- oder Minderheitskanzler oder mit Neuwahlen enden kann. Auch hier gilt, im Prinzip alles. Nur ein Misstrauensvotum ist aus den gleichen logischen Gründen unmöglich, die einer geschäftsführenden Kanzlerin die Vertrauensfrage verbieten. Aber an reguläre Gesetzgebung denkt in der Praxis niemand, obwohl seit der Einsetzung eines allzuständigen Hauptausschusses unter Leitung des Bundestagspräsidenten formal die Bedingungen dafür erfüllt sind, aus den gleichen Anstandsgründen, die auch die Regierung bremsen, und mangels zustimmungsbereiter Mehrheiten. Doch gibt es auch außerhalb der Gesetzgebung Vorgänge, zu denen das Parlament seinen Segen geben muss.